Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal haben wir ja eine Reihe von Knarren erbeutet. Die habe ich, nachdem ich aufgehört habe, noch schnell verkauft. Dadurch hatten wir dann genügend Geld, um uns nicht nur, um uns auch noch den Helm anzuschauen. Das ist ein Charmed Helmet. Nicht schlecht. Perception minus 1 gibt er. Das ist ein bisschen blöd. Aber andererseits ist das auch nicht so schlimm, weil der muss eh nichts sehen. Wenn, dann muss sowieso ich nur was sehen. So, wir haben einen Haufen Zeug, wie schon gesagt, verkauft. Wir haben noch 45 Gold. Das ist uns einfach übrig geblieben. Wir schlichten das mal. Ja, das hübsche Gewand lasse ich drinnen. Wir werden dann später vielleicht noch anderes hübsches Gewand finden, das unseren Beauty-Wert verbessert. Für die Stadt ist das dann vielleicht besser als diese Kutte, die wir jetzt gerade anhaben. Aber derzeit macht es keinen Unterschied eigentlich, ob wir diese Kutte anziehen oder nicht. Wir sind, schaut mal, ich bin da jetzt von der Karte nach oben gegangen. Also, da waren wir noch nicht. Da ist jetzt, da war zu, habe ich gesehen, wie ich rübergegangen bin. Und wir sind da jetzt bei einer Art Herbalist, glaube ich, steht dort. Ja, Herbalist. Das heißt, eine Pflanzentante. Yes. What would you like to see, sir? Can you train me to be an expert healer? Nein. I'm looking for work. Do you require assistance with anything? This town is small and my needs are few. There is nothing I need an outsider to do for me. She looks you over, seeming distant and thoughtful for a moment. You appear a traveler. Tell me, do you wander far? I'm new to this land, but I suspect my travels will take me far. I'm only just beginning my journey. I know not how far I will go. Ja, nehmen wir das erste. Well then. If, in your wanderings, you happen to come across an elven amulet engraved with the name N'Tala upon its face, I would ask that you return it to me. It is an old family heirloom, stolen a generation ago. Where do you think it may be? I have not the slightest inkling of its whereabouts, looking slightly bemused. I cannot fathom why I have even told you of it. Perhaps these many years have confused my mind. Well, no matter. If you do happen about upon it, I would reward you handsomely. Now, is there anything more I can do for you? Ja, let us bother. Was hat sie denn da? Restore life, Sean. Für nur 1701 Coins. Und seht ihr, sie hat hier auch Anleitungen. Fortifier und Fuel. Kann ich mir die anschauen mal? Nein, schade. Was macht Brot? Wozu brauche ich das? Mushrooms. Ich habe noch nie irgendwie herausgefunden, wozu ich dieses ganze Zeug brauchen könnte. Aber ich habe auch noch nie wirklich als Technologe gespielt. Also so gesehen, es gibt ein paar Dinge, dieses Warheims Aquavita, dafür gibt es ein paar Anwendungen. Dragon Clone habe ich noch nicht wirklich. Obwohl ich glaube, dass es gibt ein paar Sachen, die erhöhen den Beauty-Wert. Pete's Carbolic Acid. Na, schau an. Sulfur Pills. Schwefelpillen um 33 Coins. Na, schau an. Doolittles Glyceride. Kuka-Blätter. Famous Blood Pills. Salpeter. Also Nitrat, Kaliumnitrat ist Salpeter. Für die Leute, die es nicht wissen, braucht man, um Sachen anzuzünden. Migraine Cure, keine Ahnung, wozu man das brauchen könnte.
Bandages, ja, und diese Dinger hier, Wein, was auch immer Wein macht, betrunken. Ich glaube, das erhöht die Konstitution, aber macht dafür die Geschicklichkeit schlechter oder die Intelligenz oder beides. Na gut, meine Damen, das war jetzt nichts, was mich interessiert hätte. Gibt es da irgendwas drinnen? Nö. Falls es euch aufgefallen ist, ich meine, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, da können wir uns ins Bett legen, schauen. Wenn wir jetzt mit Leuten sprechen, die sind normalerweise besser auf uns zu sprechen jetzt. Da ist jemand drinnen? Nö. Keiner zu Hause. Dahin. Da geht es glaube ich wieder zurück in die Stadt. Ja. Ja, da ist ein Haus. Da ist ein Haus. Ja, das ist nur so ein Stall. Gut, gehen wir mal daher. Schauen wir mal. Ja, in der Zwischenzeit können wir uns das anschauen. Sie hat uns da diesen Auftrag gegeben. Schauen wir mal. Sind wir zu Hause? Nö. Wir gehen nur betten. Ja. Wenn wir böse spielen würden, dann würden wir da wahrscheinlich anfangen, alles aufzubrechen. Tatsächlich macht das den Bösigkeitsstand, also ihr seht da, dieses Alignment Meter, geht das in Richtung Böse, wenn man anfängt, irgendwo Sachen aufzubrechen. Was ich ganz interessant finde. Also, weiß nicht, ob es interessant ist, aber es ist halt so. Das heißt, das Spiel gutiert nicht sonderlich, wenn wir, ich glaube, da ist noch jemand, mit dem wir reden können. Yep. Huch. Ein Halbohr. Ja, schaut's mal. Also der ist jetzt auf Reaction 72. Ich glaube, das ist, weil wir dem Sheriff, nicht dem Sheriff, dem Doc geholfen haben. Kann das sein? Hero of Shrewded Hills, because of your heroic efforts in helping Doc Roberts stop the bank robbery. The people of Shrewded Hills are definitely friendlier to you than they once were. Sean. Na dann. The whole town owes you thanks for helping to protect our bank, sir. Oh, beginnt gleich damit. I didn't believe I'd had the pleasure. Who are you? This odd fellow looks at you askance and begins to sweat. I am Percival Toon. Why do you ask? I wanted to ask you about your mother. Why are you so nervous? What? He visibly deflates. I thought you were here to kill me. The businessman I was forced to sell the mine to is rather unscrupulous. He is very upset about the ore in the mine going sour. He wrings his hands in despair. I need to find a way to free my mother. It's her ghost that is ruining the ore somehow. He looks at you with a pleading gaze. Perhaps I can help? Your mother's ghost? He shakes his head sadly. My poor mother. She killed herself, you know. When the silver dried up, we were forced to sell the mine. She went around the bend soon after. Went up to the mine. She fired all the workers and did herself in. Perhaps I can help free your mother's ghost? Oh, that would be wonderful. He claps his hands together. If you could do that, I would be ever so grateful. It would mean a monetary reward of 500 coins as well. Oh, Sean, das ist aber viel. So viel haben wir bis jetzt in unserem ganzen Leben noch nicht besessen. I will return when I have looked into this master. Half ogre god.
Na gut, ich glaube, das war der letzte Auftrag für die Bessie Toon. Wir haben jetzt, glaube ich, mit mehr oder weniger allen hier geredet, außer mit diesen Räubern, mit denen wir ganz am Schluss fertig werden müssen. Na gut, noch ein Auftrag. Accepted Percival Toon wants you to find a way to free the ghost of his mother. Na dann. Wo sind wir hier? Ah, da ist die Mine. Ich fürchte, wenn wir lauter Zeug finden, das wir nicht brauchen, lauter technologisches Krimskramswerk. Okay, wir werden uns zum nächsten Mal verbessern und dann lasst uns in die Mine gehen, oder? Schon. Ich glaube, das ist ganz okay. Ach, eine Lampe. Ich kann mich wieder erinnern. Eine Lampe wäre ganz gut. Ich glaube, da gibt es nämlich eine. Ich kann mal ein Schild verwenden. Soweit ich weiß. Schauen wir mal. Achso. Das war das Inventar. Ha, ja wirklich, wir sind heller. Dadurch treffen wir die Sachen in unserer Nähe besser. Und sie uns, natürlich. Hey, Iron Ore. Hey, warte mal. Das geht aber gar nicht. Können wir das bitte so machen? Na gut. Oh, Stahl. Was jetzt? Iron Ore oder Stahl? Okay. Diese Würfe sind alle irgendwie nicht verwendbar. Ah, Iron Ore. Wir sollen ja dem Schmied Iron Ore bringen. Also so gesehen passt das schon. Ja, chill. Wir lassen diese Leute, diese. Na super, das habe ich gut gemacht. Ich kriege den Schaden weniger durch die Viecher, die mich treffen, sondern mehr dadurch, dass ich mich selber schlage. Oh, aber andererseits eher auch. Danke. Danke, Virgil. Großer Raum. Oh, da ist ja schon die Bessie Toon. Das war jetzt nicht so viel. Au. Wir sollten ein bisschen mehr zaubern. So, schauen wir mal, ob wir da alle drei reinkriegen. Yes. Und alle drei sind tot. Na toll. Hallo, meine liebe Bessie. Before you stands an ethereal figure with a ghastly look in her eyes. Sarah, my dear Sarah. Okay. Das war's.
Sarah, my dear Sarah. Mehr nicht. Hier müsste es noch andere Dinge geben. Echt jetzt? So viel? Ah, da ist auch noch was. Schauen wir mal. Hey! This looks to be an old woman's boot. Inside an embroidered tag reads tomb. Na, das nehmen wir doch glatt. Ristess wollte sowas haben. Mhm. Das war's. Mehr gibt's hier nicht zu sehen. Sind wir gleich richtig gelaufen? Achso, da gibt's auch noch einen Weg. Den sind wir nicht gegangen. Und schauen wir mal, wo es da hingeht. Komm mit, Virgil. Das ist ja wohl eher mickrig gewesen. Das habe ich etwas größer in Erinnerung. Okay. Dieses Herumgelaufe hat auch seinen Vorteil, man kann nebenbei trinken. Ach ja, ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich anfange, für die Leute in irgendeiner Art Stimme zu sprechen, die ich glaube, dass angemessen ist. Hey, da ist ein Barrel. Oh, da war auch eine Falle. Na, bis jetzt ist er noch nicht sonderlich herausfordernd, aber das kann ja noch werden. Hm. Dieser Wolf. Oh, das habe ich gut gemacht. Aber immerhin habe ich noch das Schwert in der Hand. Den meisten Schaden nehmen wir nicht durch die Viecher, sondern durch die kritischen Schäden, die wir abkriegen. Das geht ja doch noch einiges weiter. Wow, das ist aber jetzt schnell gegangen. Wolf hat nicht allzu viel ausgehalten. So, links oder rechts? Ah, links. Da kann es nicht allzu weit gehen, weil da reden wir wieder zurück quasi. Und da wir vorne keine anderen Abzweigungen gesehen haben, muss es hier wohl irgendwo aus sein. Na geh, wir hätten es schon treffen können. Nicht getroffen haben. Noch ein Wolf. Sieht aber groß aus. Au, ist der auf? Könnten wir den auch treffen? Okay. Das schreit beinahe nach Magie. Und es schreit nach... Ich brauche einen Heiltrank. Au! Sag mal, spinnst du, Wolf? Aber ich habe auch Heilzauber für mich.
Der Wolf hält ganz schön aus. Na danke. Autsch. Ich hoffe, der hat einen Haufen. Ich hoffe, der hat einen Haufen Dings gebracht. Wie heißt das? Erfahrungspunkte. Oh, eine Trap. It's a trap. Oh, danke, Virgil. Wenigstens einer, der mich gern hat. Ich hoffe, in dieser Kiste ist irgendwas Sinnvolles, die da steht. Ich glaube, wenn man. Disarm Trap, Pickpocket, Prowling. Nein. Wenn man lang irgendwo steht und irgendwo hinschaut und es gibt Fallen, dann kann man sie entdecken mit Perception. Ein Emerald. Und 234 Goldstücke. Der Wolf hat sich ausgezahlt. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Vielleicht sollten wir dann die Perception auch etwas höher geben, damit wir in solche Fallen nicht reintreten, sondern sie erkennen oder entdecken. So, da waren wir noch nicht. Komm schon, Virgil. Du bist so lahm. Gib aber Gas. Hey, ich sehe einen Wolf. Das ist ein kleiner Wolf. Warten wir. Das heißt, wir. Are you blind? What in God's I mean, better luck next time. Ah, halt doch die Klappe, Virgil. Heil mich lieber. Gibt's hier wohl nicht. Zwei kritische Misses gehabt. Das ist ja unfassbar. Wir sind so unfähig. Jetzt auch wieder so ein Monster-Wolf kommt. Auf jeden Fall scheint es da auch irgendwo hinzugehen. Ah, Spinnies. Dicke Spinnen. Die werden wir wieder mit dem da besiegen. Hey, hörst du auf den Armen? Ja, schau, jetzt darf ich das auch sagen. Hey, are you blind? I mean, sorry, Virgil. Na super. Virgil, du Dolm. Oh, die Spinne hatte auch einen kritischen Miss und hat sich selbst vergiftet. Ah, da ist noch eine Spinne. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Meine Güte, ich bin so blind. Aber jetzt nicht mehr. So.
So, wir machen das auch. Aber Virgil. Feuer. Gibt es sonst noch irgendwas außer Feuer? Factory Discards. Oh, super. Mehr Stahl und noch ein Thermometer. Lauter Sachen, die wir nicht brauchen, weil es keiner kauft. Grrr. Hey, ein Barrel. Dynamit. Das kann man sicher brauchen. Wer weiß, ob wir Dynamit brauchen können. Ja, Virgil, du kriegst. Oh, dein Stab ist hin. Das heißt, wir müssen für dich eine neue Waffe besorgen. Was geben wir dir das da mal? Du gibst uns das hier, weil das werden wir nachher gleich verkaufen. Den Stab werden wir vielleicht gleich weghauen. Schauen wir mal, ob den jemand kauft. So, warte mal, dem Virgil kann man das geben. Und das und das und das. Lauter Sachen, die wir eh nicht verkaufen werden. Und einer von den Dietrichen, den werden wir uns behalten. Diese Dinger hier. Und das auch. Also lauter Dinge, die wir uns behalten. Geben wir dem Virgil. Während das Zeug, was wir verkaufen wollen, behalten wir, beziehungsweise diese Sachen da. Na gut, ich glaube, wir sind mit der. Mit dem Mini-Dungeon fertig. Okay, keine Waypoints mehr zu setzen. Virgil, bei Fuß. Und ich werde was trinken, während wir laufen. Für den Virgil brauchen wir eine neue Waffe. Für mich vielleicht auch langsam. Oder wir müssen die reparieren. Ach ja, ich kann mich wieder erinnern, man muss die Waffen reparieren. Die ganze Zeit weiß einfach hin werden. Aber nicht nur die Waffen, sondern auch die Rüstungen und so Zeug. Man kann es zwar auch selber reparieren, dabei wird es aber eher kaputt. Das heißt, es wird immer schlechter mit der Zeit. Je öfter man es repariert, so, da waren wir schon. Und wieder raus aus dieser elenden Höhle. Hurra! Das drehen wir ab in der Zwischenzeit. Da waren wir eben noch nicht drinnen. Das schauen wir uns gleich als erstes an. Huch. Okay, so funktioniert das nicht. Gibt es irgendwelche Shortcuts? Rubbish Bin. Das ist super, ich kann mich wieder erinnern, das hat man gebraucht für Molotov Cocktails. Also ich weiß mal. So, und ich weiß, die Thermometer kann man nicht verwenden, die kauft einem auch keiner ab.
Das weiß ich nicht genau, muss das wer abkauft. Anyway, jetzt gehen wir mal zum Ristes. Und dann sind wir eh schon fast fertig mit diesem zum Ristes und zum na, zum Schmied. Genau. Der Schmied kann außerdem ein paar von unseren Sachen reparieren. Nein, das ist es nicht. Hat die Map irgendeinen Shortkey? Eben ist es nicht. Q vielleicht? Nein. W vielleicht? Nein. E vielleicht? Ah. War das W? W war's. Ha. Das ist gut. So, wir wollen zum Schmied. Wieso ist W die Map und nicht M? Weil M Magie ist. Vielleicht kann ich die Shortkeys einstellen. Naja, wurscht. Gut, machen wir das jetzt noch. Die Aufträge erfüllen. Hello Lloyd, could you spare a few moments? How can I help you? Was heißt, I'm still looking for ore? I see, I hope you find some soon. Haben wir eins vergessen? Was? Wo haben wir das dem gegeben? Hast du eins davon? Nein. Eins, zwei, drei, vier. Vier Iron Ores. Wie viel wieder denn? Sag mal, reparierst du nichts? Schaut fast so aus. Kaufst du das? Nö. Ich hab's gewusst. Das kaufst du aber für 53. Ah, das kaufst du für. Das nicht, ist eh klar. Das wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein. Ich hab's schon das Ohr. Jetzt muss ich nachschauen. Wie viel soll ich ihm denn mitnehmen? Nur some pure ore. Wie viel ist some pure? Recently. Was kannst du? Repair Picklock und Disarm. Never mind. Ärgerlich. Ich meine, ich brauche es eh nicht unbedingt. Was er anbietet, aber trotzdem wäre es schön. Außerdem bringt es Punkte, Erfahrungspunkte. So, Ristess. Greetings, Ristess. Do you have a moment? I've brought back both items you wanted. Excellent, my friend. And which of them would you like to trade for the information about P. Schüler & Sons? Ja, passt da. Sehr gut. Weil das andere haben wir gesehen, können wir verkaufen bei ihm.
Wonderful. Which test shall tell you what you want to know, then? P. Schüler and Sons is a well-respected jeweler in Tarant. Na schau, müssen wir ihn, nach Tarant müssen wir ihn auch wegen dem Typen, wegen dem Meister vom Virgil. A strange family, but they always do good business. And here, Ristes shall mark Tarant on your map as well. Their address in the city is 44 Devonshire Way. Good luck, my friend. Thank you, Ristes. Good day to you. Greetings, Ristes. Do you have a moment? Nein, wir wollen verkaufen. No, not interested. Was? Echt jetzt? Das kaufst du und das andere nicht? So, das verkaufen wir auch. Wir haben zwei jetzt. Ich habe es befürchtet, dass er das nicht kaufen würde. Dann hauen wir es einfach weg. Quality Sword. Gehen wir das dem. Ah, vielleicht sollten wir aber beim Dings nachschauen. 246. Vielleicht hat der ja doch was für uns. Ah ja, warte mal, den Dings können wir auch verkaufen. 259, nicht schlecht. So. Irgendwas ist jetzt passiert. Da. Completed, okay. Na gut, außerdem sind wir ein Level gestiegen. Das machen wir noch und dann machen wir Schluss für heute. Hey, 2 Points, wenn wir Level 5 sind. Das ist ja cool. So, wir haben gesagt, wir wollen Persuasion 1 lernen. Außerdem, genau das werde ich in der Pause machen. Ich werde mich zum Apprentice für Persuasion machen lassen. So, und was brauchen wir noch? Warte mal. Um da zum Beispiel Fire Flash zu machen, brauchen wir Willpower 12. Bist du wahnsinnig? Dann sollten wir mal die Willpower erhöhen. Das ist eh nicht schlecht, weil das erhöht auch diese Sachen hier. Oder vielleicht auch, weil wir das auch brauchen, unser Melee-Wert. Wir könnten auch bei Melee Apprentice werden, soweit ich weiß, weil das kann man bei den ganzen Wachen lernen. Okay, das machen wir das nächste Mal, die Apprenticeships. Machen wir das so. Sehr gut, wir sind schon etwas magischer. Gut. Ja, also wie schon gesagt, Herrschaften. Das nächste Mal sehen wir uns wieder mit Odo O'Connor auf seiner Suche nach dem Ring. Bis dann. Tschüss euch.